Es geht nun weiter mit dem Tag Nummer 10 des Let's Plays. Was ich jetzt hier machen werde, ist die Pyramide anfangen zu bauen. Dafür bräuchte ich natürlich Sandstein. Und dann muss ich ein paar Sachen wegschmeißen. Den Dirt brauche ich nicht. Und den Sandstein hier. Und mehr geht ja gar nicht. Redstone kann weg, Pilze kann weg, Apfel kann weg, Setzlinge kann weg, kann weg, Samen kann weg, Fackeln bleiben, Holz bleibt, Uhr kann weg, der Kompass kann auch weg, der eine Dirt kann auch weg, und das sind auch ein bisschen viele Eichenholzbretter, so viele brauche ich gar nicht. Ich muss noch ein bisschen mit Sandstein aufnehmen. Jetzt muss ich hier Sandstein. Birkenholz. Aber der Tag geht einfach zu Ende. Ich will also schlafen gehen. Nee, noch nicht ganz. Der Tag geht ja zu Ende. Muss ich nochmal warten. Oder kann ich noch irgendwas spenden? Anscheinend nicht. Ich habe kein Erz, was ich machen kann. Jetzt kann ich nicht schlafen. Na, das ist, ich habe jetzt eine falsche Version drauf gemacht. Also 1.62 ist aber drauf. Deswegen ist der Mod da drauf, aber den werde ich nicht benutzen. Ich werde ihn ganz normal weiterspielen. Deswegen sind hier die Texturen auch miteinander. Die Texturen vom Sand auch ein bisschen anders. Wo war es nochmal dagegen, wo ich die Pyramide bauen wollte? Da vorne. Da vorne wollte ich die Pyramide bauen. Und den Anfang zu bauen. Sandsteinblöcke. So. Die Blöcke zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 39. 39 muss ja auch eine ungerade Zahl sein. 39. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, eine und schau hier, habe ich noch. 25. Irgendwas muss ich wegschmeißen hier. Das ist besser, die Stöcke kann ich rausschmeißen. Und jetzt kann ich mal aufnehmen. Ich kann noch was weggraben. Ich muss einfach nochmal zählen. Ich habe es gerade ein bisschen vergessen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
19 ist das. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Und 9 Drittel ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mehr graben. Weil ich habe mir noch eine Schaufel. Diese beiden Erdblöcke sind weg. Und dann muss ich auch am besten erstmal von dort auch weiterlegen. Weitermachen. Ein Sandsteinsdeck ist schon aufgebraucht, die sind nochmal 7. Das ist jetzt eine Analyse. Was ist der jetzt auf einmal? Tab Flash Play sind hier hinten. Das gehört ja nicht zum Let's Play. Wieder weg. Ich muss das noch hier durchgraben. Das ist hier die andere Ecke. Der Pyramide. Dann kann ich so, das wäre sozusagen der Grundstein der Pyramide. Und hier muss ich auch ein bisschen draufhauen nochmal. Also Sandstein. Sandstein bestehende Pyramide gebaut. Wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, also. So was ich habe mit dem Material würde das nicht reichen, die aufzubauen. Weitermachen. Und den Tag ist mir voll. Wir sehen auf Sandstein in der Tag. Kommt jetzt an die zweite Höhe. Zwischen alles bereinigt. Und jetzt geht mir der Sandstein wieder aus. Der Sandstein. Zwischen alles bereinigt nicht.
muss noch was weggemacht werden, also hier. Das soll natürlich nicht passieren, sowas. Jetzt kann man im Wetter auch wieder was aufnehmen. Das ist erstmal alles geebnet hier in der Technik wieder. Kann das so im Bau weitergehen. Nochmal Sandstein. Der ist verbaut. Das ist neu setzen. Der Tag geht auf den Ende entgegen. Hier müssen wir ein kleines Loch eingraben. Und nach Hause zurückkehren. Ich will nämlich nicht gerne nachts draußen sein. Würde ich nicht gerne Vorlieben haben. Nachts. Ich könnte eine die Samen rausholen. Also die, glaube ich, die Samen. 33 Samen und die Hacke ist noch relativ gut. 96 nutzen. Als ich den Eimer mitgenommen habe, ich. Weil dann könnte ich nämlich hier erstmal noch. Das könnte ich ja noch machen an dem jetzigen Tag. Der jetzt zu Ende geht. Wo kann ich denn jetzt hier rein? Ich muss jetzt mal einen Block zerschlagen. Wasser rein und ins Bett gehen. Das sieht ein bisschen blöd hier aus. Du kannst immer nachts schlafen. Ich könnte mit dem Singleplayer kann man natürlich alles Mögliche machen, aber da das hier mit Survival geht, dann werde ich das unterlassen bei der Welt. Ne? Und ich habe vergessen, ein Zauntor zu machen. Dafür brauche ich ja. Stöcke. Und Holz. Muss man einmal wegschmeißen. Dann Zaun platzieren und einmal aufnehmen und die Kuh da drinnen muss weg. Wenn sich die auch hacken. Die Kuh hier sollte raus. Kann ich jetzt gerade nicht aufnehmen, denn die Teil ist schon wieder voll. Ich hab ja irgendwie alles zurecht hacken. Da sind die Wasserquellen hier dazu da. Ich dachte nur, ich dachte, da lag irgendwie Goldmäßig was rum, aber war nichts. Aufgebraucht. Kann ich nicht das wieder aufnehmen? Und die Samen platzieren. Kann ich hier noch mehr Samen platzieren? Also, ich habe ja gefarmt. Ich glaube, das wird die Nahrungsquelle sein. Für spätere Zeiten.
großes Rindfleisch, weil die Kuh musste da raus. Und ich könnte hier auch noch ein bisschen Getreide haben. Hier habe ich noch ein bisschen Getreide, das werde ich jetzt nichts Neues mehr einsetzen, da hier nämlich ein Zuchtgehege entstehen soll. Machen. Ich bin ja gar nicht mehr auf hier. Der ist einfach zu voll. Ich guck mal kurz, wie lange die Aufnahme ist. 15 Minuten schon. Das heißt, dieses Video müsste ich jetzt so langsam beenden. Nachdem ich die Samen aufgesammelt habe, werde ich beenden. Das schmeiße ich dann mal raus. Blumen schmeiße ich raus. Ich danach nachträglich wieder aufnehmen, und zwar jetzt erstmal ein paar beenden.